Der Moderator der ZDF-Hitparade, Viktor Worms, leitete von der Live-Sendung aus Berlin über zur Live-Berichterstattung nach Brüssel im Stadtteil Leeken ins Heyselstadion. Dort sollte das Fußball-Endspiel für den Europapokal der Landesmeister 1984-85 ausgetragen werden. Trotz der Katastrophe, die sich im Stadion vor dem Spiel ereignete, fand das Spiel statt. Am Ende sorgte ein durch Michel Platini verwandelter Foul-Elfmeter für einen 1:0-Sieg von Juventus. Viele Fernsehsender, darunter das ZDF, brachen ihre direkte Übertragung mit Spielbeginn aus Achtung vor dem Leben ab. Und Sie, liebe Fernsehzuschauer, sehen jetzt Fußball. Da geht es nämlich um das Finale im Europapokal der Landesmeister im Heyselstadion in Brüssel. Und dort spielen gegeneinander Juventus Turin und der FC Liverpool. Reporter fürs ZDF ist Eberhard Figemeier. Tschüss! Lassen Sie sich durch diese Bilder, meine Damen und Herren, die auf ein großes, ein vielleicht sehr schönes Finale hinweisen mögen, nicht täuschen. Ich bin entsetzt, bestürzt und betroffen über das, was ich hier im Heyselstadion vor knapp 60.000 Zuschauern in den letzten 60 Minuten abgespielt hat. Der Sport, gedacht als eine Völkerverbindung, wurde hier zum Vehikel für bürgerkriegsähnliche Zustände. Sie sehen die Reiterstaffel, es hat ganz, ganz schwere Ausschreitungen gegeben zwischen Fans des FC Liverpool und Fans von Juventus Turin. Mein Kollege Hennes Galli kommt gerade zurück, meine Damen und Herren. Ich muss sagen, mit einer ganz fürchterlichen Vermutung, die die Kollegen von BRT geäußert haben. Es sollen angeblich mindestens 15 Menschen zu Tode gekommen sein. Und die UEFA berät, ob sie dieses Endspiel überhaupt anpfeifen sollen. Wir werden dieses Spiel nicht live übertragen, weil wir die Entscheidung der UEFA nicht mittragen können. Ich glaube, es ist eine richtige Entscheidung. Ich bitte Sie um Ihr Verständnis. Ich jedenfalls und ich vermute Sie auch. Mir steht im Moment nicht der Sinn nach Fußball.